Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Animal Crossing. Let's go to the city! Weiter. Tag 67, wenn mich nicht alles täuscht. Huh. So. Hallo, schön dich zu sehen. In Teich haben wir jetzt 18.36 Uhr am 19. Dezember 2018. Noch 5 Tage bis Weihnachten. Kann es losgehen? Ja. Hey, warte mal, wer bist du? Ich bin Hering. Und du? Ja, wer bist du eigentlich? Ich stelle mich jeden Tag verdammt nochmal hier vor. Und du? Du gehst einfach davon aus, dass man dich kennt. Was ist dein Problem? Dein verdammtes Problem, Mann. Okay. So, ja, Animal Crossing. Okay, ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Wow. Ich habe wenig Zeit, deswegen sage ich jetzt an der Stelle schon mal, diese Folge wird Ihnen präsentiert von Kurz und Kurz. Gestatten, wir bringen die kürzesten Parts. Aber okay, ich muss jetzt in jedem Falle schon mal zu Nuke rennen, weil wir ja den ganzen Kram loswerden müssen. Und ich muss Unkraut jäten und ich muss da. Nein, jetzt übertreib's nicht. Also heute kann ich eigentlich wirklich nicht so lange. Das Problem ist, ich müsste heute eigentlich, damit ich so ein halbwegs gutes Gefühl habe, ich müsste theoretisch 3 Parts aufnehmen. Wenn ich 3 Parts aufnehme, dann kann ich nachher aber tatsächlich tot ins Bett fallen und dann direkt den nächsten Arbeitstag begrüßen. Das wird lustig, weil morgen Abend werde ich absolut keine Zeit haben und dann übermorgen brauche ich eigentlich schon Videos. Das heißt, ich habe eigentlich noch keine Ahnung, wann ich eigentlich irgendwann mal was rendere, wann ich irgendwann mal was hochlade. Es ist einfach, keine Ahnung, es muss irgendwie so nebenbei passieren. So, ich verkaufe erstmal hoffenweise Sachen, die ich scheinbar nicht mehr gebrauchen kann. So, für alles zusammen, das ist toll, verkaufen. Vielen Dank, na, wie sind denn die Rügenpreise? 54 Sternis. Tom Nook, du willst mich echt fertig machen, oder? Das macht er doch mit Absicht. Das macht er doch mit Absicht. Okay, ja, gut, rudimentär. Wir gucken uns ein bisschen um. Wir machen hier und da und dort ein bisschen was. Wir wurden in den letzten Tagen ein paar Sachen von euch geschickt. Ach ja, vielen großen lieben Dank an Edna, die mir ein paar Sachen per E-Mail hat zukommen lassen. Und vielen lieben Dank an Nudelfan, der versucht mir irgendwie beizubringen, wie ich vernünftig mit den Blumen umgehen soll. Die Blumen sehen tatsächlich wieder schön aus, also nachdem ich sie gegossen habe. Das ist sehr, sehr gut. Oh, guck mal, hier hinten ist eine neue Grabungsstelle. Ist es auch? Ja, ist es irgendwas Normales? Okay, alles klar. Ich lasse das da hinten jetzt. Ja, ja, weil wie gesagt, ich habe eigentlich keine Zeit. So, hier die Blumen, die kann ich aufnehmen. Ach so, ja, Schneemann bauen. Schneemann bauen wäre vielleicht noch ganz gut, ne? Wenn ich das wenigstens machen würde. So, die drei Bäume, die wachsen auch schon mal. Sie wachsen und gedeihen. Das ist sehr, sehr schön. Wo sind die andere Schneekugel? Damit ich das jetzt schon mal so ein ganz klein bisschen hier meine weiteren Wege planen kann. Also ich werde heute wirklich keine Löcher buddeln. Ich werde keine Steinis abklopfen, kein Steinchen abklopfen. Ich werde einfach nur, ich werde jetzt ganz normal vor mich hinspielen. Wie gesagt, das mit dem Schneemann machen wir. Ansonsten, das Restprogramm des heutigen Tages sieht wahrscheinlich so aus. Also wir gucken noch ein, zwei Sachen, nämlich ob Tannenbäumchen gewachsen sind oder nicht. Und wie es meinen anderen Blumen da unten links so geht. Ansonsten habe ich mal Angeln für heute irgendwie auf die Fahne geschrieben. Das ist so das Großartige und Ganze, was wir jetzt machen. Ich versuche einfach, wie gesagt, einen schnellen Part jetzt so hinzubekommen, damit ich irgendwie was hab. Die tägliche Aufnahmeroutine ist so ein bisschen ins Stocken geraten innerhalb der letzten Tage des Dezembers. Ich weiß ja nicht. Woran liegt das nur? Keine Ahnung. Habe ich mich mal wieder übernommen? Versuche ich zu viele Dinge gleichzeitig zu machen? Ja. Irgendwie so in der Richtung. Ich bin ja schon froh, dass ich wenigstens mit Pokémon und Red Dead Redemption so weitestgehend fertig bin. Für diese Woche. Also, naja, bis Freitag fertig bin. Das heißt, für Samstag habe ich wieder nichts. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass zum Beispiel Samstag die Parts auch wieder sehr viel später kommen werden als unbedingt notwendig. Und ja. So, das ist mein momentanes Problem, mein momentanes Mindset. Es tut mir total leid, dass ich euch damit auf den Sack gehe, aber ich weiß nicht, wann und wem ich sonst jemandem damit auf den Sack gehen soll. Und ansonsten die üblichen Leiden des jungen LPers. Ich kann davon heute mal wieder ein Lied singen. Also in den letzten Tagen waren natürlich wieder haufenweise super nette und super liebe Kommentare und hilfsbereite Kommentare und ihr seid sowieso die allerbesten und ihr helft mir irgendwie in jeder erdenklichen Lebenslage und schreibt mir, was ich denn bitteschön, ja, was ich denn bitteschön verbessern sollte und so weiter und so fort, und das ist auch alles echt knuffig und süß und toll und überhaupt und sowieso. Waren jetzt, ja, 2 Kommentare darunter. Gütiger Eiszapfen,
Sieh dir diese Kunstfertigkeit an, diese absolut perfekten Rundungen, diese Ausgewogenheit zwischen Körper und Kopf. Ich kann kein Fitzelchen Kritik anbringen. Du hast den glücklichsten Schneemann in diesem Winterwunderland zusammengerollt. Dafür gebührt dir ein Titel. Vom heutigen Tag an heißt du Baron von Winterdingens. Ich muss weg. Okay, tschüss. Yay! Glücklicher Schneemann ist glücklich. So, wie sieht es aus? Ich rede gleich über die Kommentare, keine Sorge. Sie wachsen und gedeihen. Das ist jetzt das Ultimative. War das nicht bei Mystic Quest auf dem Game Boy, dass man irgendwie eine 8 um die Palmen herumlaufen musste, um irgendwie einen Dungeon-Eingang zu öffnen oder irgendwie sowas in der Art? Ich habe Mystic Quest auf dem Game Boy nie gespielt. Ich weiß nur, ich erinnere mich an die jeweilige Passage, also wo das beschrieben wurde aus dem Club Nintendo Magazin. Warum merke ich mir Sachen aus Spielen, die ich niemals gespielt habe? Ich verstehe es nicht. Warum merke ich mir dann aber wiederum nicht Sachen aus Spielen, die ich schon mal Let's Played habe? Wo man eigentlich annehmen müsste, dass da das Verlangen danach, auch tatsächlich etwas zu behalten, dass es viel eher vorhanden ist, wäre. Ich weiß offen gesagt nicht. Liebesrose! Pflanzen. Wäre die Liebesrose... Wäre es cooler gewesen, wenn ich Liebesrose oben rechts hingepflanzt hätte? Bei Tom Nook? Eventuell. Wie gesagt, das soll eigentlich keine großartige Anordnung werden oder so. Das soll einfach nur ein großes Blumenbeet werden. Lass uns überraschen, wie das Ganze sich so entwickelt. So, angeln. Okay, gut. Also mit was für Kommentaren hatte ich jetzt ein Problem? Ein mittelschweres, ein großes, ein kleines, ein wie auch immer Problem. Keine Ahnung. Also zum einen, es war jetzt halt mal wieder so... anscheinend lag es daran, dass ich den letzten Animal Crossing Part zum Beispiel mal zu einer relativ ungewöhnlichen Uhrzeit gepostet habe. Weshalb dann auch ungewöhnlicherweise dann irgendwie Leute darauf aufmerksam wurden, die das eventuell vielleicht am Nachmittag gar nicht mitbekommen oder so. Die bekommen dann plötzlich was in ihre Abo-Box gespült und denken sie so, oh Moment, den habe ich auch noch abonniert? Was? Wie kann das denn sein? Warum folge ich dem denn immer noch? Das ist ja irgendwie seltsam. Ja, das war irgendwie ein bisschen strange. Jedenfalls, die betreffende Person meinte dann so zu mir, oh ja, Hering, wow, cool, dass du auch noch was machst, aber ne, früher wurden deine Videos ja irgendwie 30.000 Mal geklickt und so und jetzt lächerliche 10 Mal. Willst nicht mal wieder Mario Kart 8 spielen? Ja. Das sind so diese Kommentare, die erreichen mich ja immer mal wieder. Und, die stimmen mich natürlich teilweise auch so ein ganz klein bisschen nachdenklich. Natürlich. Was soll ich jetzt irgendwem vormachen oder so? Ist ja nicht so, dass ich nicht über gewisse Dinge dann auch mal nachdenken würde. Oder dergleichen. Ich finde es in dem Zusammenhang immer ein bisschen seltsam. Also, oder schwierig. Ich finde es immer dann schwierig, wenn Zuschauer sich irgendwie mehr Gedanken um den Kanal eines Let's Players machen, als der Let's Player an sich selbst. Dass mein Kanal jetzt nicht die allergrößte Nummer ist, das mag sein, dass meine Let's Plays jetzt auch nicht die allergrößte Nummer sind, das mag auch sein, das ist alles vollkommen richtig. Ich sehe das mittlerweile irgendwie vielleicht auch ein bisschen gesetzter oder so, oder ich versuche es gesetzt zu sehen, sagen wir es mal so. Also, ich hatte jetzt im Laufe meines Let's Player-Lebens viele Pausen. Ich hatte irgendwie auch, glaube ich, war es nicht im letzten Jahr, wo ich auch gesagt hatte, ich will, habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf klassische Let's Plays. Ich will das eigentlich alles gar nicht mehr. Es geht mir so auf den Kranz und so weiter und so fort. Es sind so... ja, teilweise Lebensumstände, teilweise dann aber auch tatsächliche Kommentare, die mich dann irgendwie auch so ein bisschen dazu bewegt haben, das so im letzten Jahr zu machen. Anfang des Jahres hatte ich ja wieder angefangen. Dann eben so ein bisschen... wieder zwischendurch mit Pausen und seit knapp 2 Monaten betreibe ich das jetzt wieder regelmäßig, auch mit 3 Spielen und mir macht das auch echt Spaß und ich gucke da jetzt nicht wirklich auf die Klickzahlen. Ich würde sonst anscheinend, oder ich würde sonst wahrscheinlich auch ziemlich unglücklich werden oder so. Ich denke mir auch, dass es irgendwie cooler wäre, wenn es eventuell ein paar mehr Leute gucken würden. Ich denke mir im selben Atemzug dann aber auch, wenn ich so irgendwie sehe, dass ein Animal Crossing 50 Mal aufgerufen wurde, okay, ziehen wir davon mal die Hälfte ab. Sagen wir, 25 Leute haben das Video tatsächlich geguckt und 25 andere Leute waren einfach betrunken, als sie YouTube angemacht haben und haben so mal drauf geklickt.
immerhin 25 Leute, oder sagen wir 20 Leute, sagen wir 15 Leute. Sagen wir, von den 50 Klicks sind es tatsächlich 15 Leute, die sich das Video angeguckt haben. Genau könnte ich das wahrscheinlich über YouTube Analytics ein bisschen besser nachvollziehen. Aber ungefähr 15 Leute haben sich dieses Video also tatsächlich angeguckt und die haben es angeklickt und die sind da irgendwie dran geblieben und so. Und das klingt jetzt in YouTube-Maßstäben erstmal noch sehr wenig. Wenn man sich dazu aber in echt vorstellt, dass ich irgendwie, naja, zumindest eine sehr, sehr kleine, lauschige Bar irgendwie mit 15 Leuten gefüllt habe, die sich irgendwie, die es irgendwie für eine coole Idee gehalten haben, mir dabei zuzusehen und mir dabei zuzusehen, wie ich dieses Spiel spiele und mir dabei zuzuhören, wie ich über irgendwas rede. In erster Linie über das Spiel, aber in zweiter Linie vielleicht auch mal über andere Dinge oder so. Ich glaube, dann kann ich mit dem Gedanken an sich ganz gut leben. Und dasselbe gilt dann natürlich auch für Pokémon Let's Go Pikachu und Red Dead Redemption 2. Und bei den beiden Spielen ist es im Endeffekt noch krasser, weil die werden ja noch weniger geklickt als Animal Crossing. Also von daher, wenn ich dann wenigstens ein paar wenige Leute, ein halbes Dutzend damit glücklich gemacht habe, dann ist es vollkommen in Ordnung. Irgendwie finde ich den Gedanken auch ganz sympathisch, dass ich diese Projekte dann jetzt wenigstens auch wirklich bis zum Ende durchziehe. Also insbesondere Pokémon Let's Go Pikachu und Red Dead Redemption 2. Und dass dann tatsächlich Material für irgendwelche Leute dabei ist, die meinen Kanal dann vielleicht auch erst in 2-3 Jahren, aus welchen Gründen auch immer, entdecken und sich dann so denken, oh ja, stimmt, die Spiele gab's ja auch noch. Das könnte ich mir auch mal wieder angucken. Und dann bleiben die vielleicht so ein bisschen da hängen und dann haben die eine Weile daran Spaß und so. Und dann finde ich das irgendwie okay und in Ordnung. Gerade bei Red Dead Redemption 2, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ist es teilweise auch mittlerweile fast schon eine Herzensangelegenheit, dass ich das so durchziehe, wie ich es momentan durchziehe, weil ich es bei momentan total vielen größeren Let's Playern, Anführungszeichen, mitbekomme, dass die ihre Let's Plays so reihenweise irgendwie nach und nach abbrechen, weil wird ja eh nicht geklickt und Video wird 30.000 Mal geklickt, aber wird ja eh nicht geklickt und die Leute interessieren sich nicht dafür und die Leute meckern nur über die Spielweise und bla 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 und hast du nicht gesehen. Alles legitime Gründe und will ich den Let's Playern jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie da irgendwie klein beigeben beziehungsweise das dann halt so sausen lassen oder wie auch immer. Aber ich denke mir so, ich will dann in dem Moment, du bist neu, ich habe eine Flussgrundel gefangen, direkt vom Flussgrund weg. Cool. Ich denke mir so, ich will dann wenigstens der eine Fels in der Brandung sein, der sein Red Dead Redemption 2 Let's Play dann jetzt einfach bis zum Ende durchgezogen hat und dann ist, ja, dann kann ich mir zwar auch nichts von kaufen, nachweislich, weil Werbung bringt fast nichts ein, aber, dann kann ich mir zwar auch nichts kaufen, aber dann habe ich es zumindest gemacht. Und mir hat es Spaß gemacht in dem Moment. Weil ich bei dem Spiel jetzt nicht wirklich Abnutzungserscheinungen feststelle oder so, also naja, es ist schon manchmal ein bisschen anstrengend, die Videos zu machen und dann halt vor allem vorzubereiten und naja, der ganze Hochladekram, der geht ja dann zum Glück fast von alleine, aber es ist halt auch Zeit, die der Rechner an sein muss und bla bla bla, also es ist irgendwie, es ist schwierig. Wie war ich jetzt drauf gekommen? Ach so, ja, wie gesagt, ist immer... Also für mich und bestimmt auch für viele andere Leute ist es immer so ein bisschen blöd, wenn ihr euch als Zuschauer irgendwie so ein ganz klein bisschen mehr Gedanken über Klickzahlen macht, als es unbedingt notwendig wäre. Mein Gott. Wenn ihr irgendwie Bock drauf habt, dann guckt's halt und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann guckt's halt nicht. Ich weiß auch nicht genau, ob ich tatsächlich den Gedanken favorisieren würde. Also wenn es die Möglichkeit gäbe, man kann ja zum Beispiel die gefällt mir oder gefällt mir nicht Bewertung ja deaktivieren für seine Videos. Aber was wäre denn zum Beispiel, wenn man auch die Geschichte bezüglich der Aufrufezahlen deaktivieren könnte? Ob das sinnvoll wäre oder nicht? Ich würde es zumindest für ein relativ interessantes Gedankenexperiment halten. Weil ich finde, das beeinflusst schon irgendwie die Leute, auch insbesondere die Meinung der Leute. Ja, so ein bisschen zumindest. Natürlich ist es jetzt, kann trotzdem ein halbwegs guter Indikator sein, sage ich mal. Wenn ein Video häufig geklickt wurde, dann bedeutet das zumindest mal, dass sich viele Leute dafür interessiert haben. Aus welchen Gründen auch immer, kann ja ganz verschiedene, vielfältige Gründe haben. Ist nicht immer ein gutes Kriterium dafür, dass etwas total super toll ist. Aber ein kleiner Indikator kann es vielleicht manchmal schon sein. Also,
Insbesondere im Gaming-Bereich denke ich mir das manchmal, oder? Es gibt also so viele Sachen, die absolut Panne sind und über 100.000 Male geklickt wurden oder so. Ich weiß nicht genau. Ich rede jetzt vielleicht nicht unbedingt noch nicht mal von Let's Plays, wo das vielleicht auch so ein bisschen Geschmackssache ist, ob man die jeweilige Person dann mag oder nicht. Aber dann mehr so, was auch informative Videos von mir aus angeht. Warum hat dieser Fisch irgendwie so ein großes Problem damit, gefangen werden zu wollen? Was ist dein verdammtes Problem? Jetzt komm halt her! Das ist komplett auf der anderen Seite. Ich komme an den nicht ran. Ich müsste schon längst... Wenn ich jetzt hier reinwerfe... Und es ein bisschen treiben lasse... Bringt das was? Oh ja, Moment. Ja, nee. Auch konsequent. Es ist echt unglaublich. Du bist so ein mistiger Mistfisch. Jetzt mal. Na? Na? Oh, du bist aber ein guter. Und dann beißt er auch noch gleich an. Und dann ist es nur ein dämlicher Flussbarsch. Sowas aber auch. Naja. Okay, hab schon wieder den Faden verloren. Also, ja, vielleicht waren ein, zwei interessante Gedanken dabei oder so. Hey, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, und der andere Kommentar, der nicht so toll war, keine Ahnung. Ich wurde beleidigt. Also, es war unter einem Mario Kart Video. So viel dazu, dass Mario Kart Videos meinem Kanal überaus helfen würden. Und ich wurde einfach, naja. Unnett tituliert, sagen wir es mal so. Meine Herangehensweise an solche Dinge ist dann einfach, Kommentare des jeweiligen Users dann auf meinem Kanal ausblenden, weil ich finde, sowas hat ja nichts zu suchen. Aber das ist dann halt immer so, keine Ahnung. Ich denke mittlerweile nicht mehr lange über sowas nach. Ich glaube, früher habe ich länger über sowas nachgedacht, wenn mich Leute grundlos im Internet beleidigt haben. Mittlerweile, keine Ahnung, dann nimmt man es dann halt so hin. Man denkt sich so, ach Mann, schon wieder. Dann löscht man es halt und dann ist es weg und dann vergisst man es eigentlich auch nach ein paar Stunden wieder. Aber es ist halt so unnötig. Macht sowas nicht. Ernsthaft. Also, ich bezweifle, dass die meisten von euch das machen. Aber wenn ihr sowas schon mal gemacht habt oder wenn ihr schon mal überlegt habt, ob das eine gute Idee ist. Nein, es ist keine gute Idee. Macht sowas einfach nicht. Huh, eine Flussgrundel? In der Tat. Dieser kleine runde Fisch mag auf den ersten Blick wie eine friedliche Grundel aussehen. In Wahrheit ist er aber sehr aggressiv, oh ja. Die Flussgrundel versucht alles zu fressen, was in ihren Schlund passt. Angsteinflößend. Zum Glück hat ihr Maul nicht annähernd Eulengröße, krächzt's. Aber ganz abgesehen davon, danke ich im Namen des Museums, wir werden uns liebevoll... Ja. Was nu, hu, möchten Sie? Nein. Sie sind ein wahrer Wohltäter. Ja, das glaube ich aber auch. Gut, da können wir gleich im nächsten Moment den nächsten lieben Fisch irgendwie fangen. Dupp-di-dupp. Ansonsten, ich habe ja, wie gesagt, aber das habe ich ja, glaube ich, am Anfang jetzt auch erwähnt, ne? Ich habe wirklich, also mein Kanal, ich habe wenig Grund irgendwie zu meckern über die Kommentare, über generell die Gedanken von euch als Usern und so, nö. Also das ist echt Meckern auf hohem Niveau, wenn ich da mal so sage, oh, in letzter Zeit hatte ich mal zwei Kommentare, die fand ich jetzt nicht so cool. Also ist auch fast schon ein bisschen unnötig, dass ich es überhaupt thematisiere. Aber, ja, nee. Ich wollte es nur halt mal kurz anbringen. Ich wollte vor allem auch nur sagen, nur weil irgendwie dann mal 100 Leute eventuell der Meinung sind, dass ich lieber wieder Mario Kart machen soll, dann entgegne ich dann doch eher kackendreist, dass ich dann lieber für 10 Leute Animal Crossing weitermache und mir dafür dann dafür erspare ich mir dann wahrscheinlich mehr Schwachsinnskommentare. Ist wahrscheinlich so. Ich weiß es nicht. Willkommen, schau dich in aller Ruhe um. Weil davon abgesehen, dass diese Rechnung total hohlverbrannt und dummsinnig ist. Ich meine, ja, früher hattest du mit deinen Videos 30.000 Klicks. Hallo, weißt du, wie lange diese verdammten Videos online waren, bis sie irgendwann mal auf 30.000 Klicks gekommen sind? Weißt du, was für reißerische Titel die im Endeffekt hatten? Mit, wie schaltet man Funky Kong frei? Und weißt du, wie viel Nonsens halt, wie gesagt, in den Kommentaren einfach da drunter steht und so. Ich hab da schlussendlich einfach nichts von. Das ist so... Nee. Ja, was kann ich denn für dich tun? Ob ich jetzt so viel mehr von Animal Crossing hab, ist die andere Frage, ne? Ja. Ach, das ist... Ich dreh mich da vielleicht auch so ein bisschen im Kreis. Was ich in jedem Falle machen will,
Also das kann ich schon mal sagen. Also zumindest so eine kleine Sache, die ich nicht wirklich gelernt habe. Aber wo ich mir auch so denke, okay, das war vielleicht ein bisschen zu optimistisch gedacht. Muss ich auch ganz ehrlich sein. Ich habe mir Pokémon Let's Go Pikachu und Red Dead Redemption 2 schon irgendwie so ein bisschen herausgesucht, weil ich irgendwie dachte, okay, die Spiele sind neu, auf die Spiele hast du Bock. Und wenn du die Spiele auf deinen Kanal bringst, da werden sich bestimmt auch viele Leute finden, die die Spiele auch interessant finden werden. So war schon so ein ganz klein bisschen der Plan. Und im Strich musste ich dann feststellen, dass die meisten Leute Pokémon Let's Go Pikachu bzw. Red Dead Redemption 2 anscheinend lieber selber spielen oder lieber bei anderen Personen gucken. Beide Sachen vollkommen legitim. Ist mir in der Hinsicht dann irgendwie ein ganz klein bisschen Lehre, mal wieder. Mal gucken, ob ich daraus lernen werde. So ein bisschen beratungsresistent bin ich ja zugegebenermaßen. Das habe ich auch nach all den Jahren festgestellt, aber egal. Was ich jetzt aber glaube, gelernt zu haben, ist, dass ich wahrscheinlich, zumindest wenn ich die beiden Projekte abgeschlossen habe, dann erstmal wieder Abstand nehmen werde von irgendwelchen Release-Let's Plays. Ich werde dann eher Spiele, auf die ich Bock habe, weil sie gerade frisch neu rauskommen, ich werde dann wahrscheinlich doch eher wieder versuchen, solche Sachen irgendwie in irgendwelche Streams hinein zu verlagern, beziehungsweise einfach selber zu spielen. Und für den Kanal, denke ich mir dann so, ist es eventuell vielleicht interessanter, wenn ich wieder mehr so ein bisschen Nischenspiele betrachte. Also Spiele, die halt eben nicht jeder spielt. Und Spiele, wo zum einen ich ein bisschen was entdecken kann und wo zum anderen vielleicht auch wieder andere was entdecken können. Da laufe ich dann zwar auch wieder Gefahr, so nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das guckt er nicht. Dann werden viele Leute wieder aufstöhnen, so nach dem Motto, oh, da habe ich keinen Bock drauf, weil zu unbekannt und wie auch immer und überhaupt und sowieso. Aber das kann halt so laufen. Im Optimalfall erwische ich vielleicht einen Glückstreffer, der uns allen Spaß macht. Keine Ahnung. Mal gucken. Wir werden sehen. Das Schöne bei so kleineren, unbekannten Spielen ist dann ja vielleicht auch die Tatsache, dass man die eventuell, selbst ich bei meinem Spieltempo, dass man die dann vielleicht ein bisschen schneller durchbekommt. Also sprich, dass dann die Durststrecke nicht mehr so ewig lang ist. Selbst wenn man sich für das eine Projekt nicht interessiert, dann kann man vielleicht in 3-4 Wochen oder so nochmal vorbeischauen und hat nicht immer noch denselben Schmonz, sondern kann vielleicht auch mal wieder was anderes gucken oder so. Ja, das so nebenbei. Dass ich mir generell darüber überhaupt noch so viele Gedanken mache, ist eigentlich ein Wunder. Naja, gut. Wie gesagt, momentan macht es eigentlich Spaß, das mit den Videos aufnehmen. Es ist ein bisschen stressig, weil es ein bisschen viel ist. Gesünder, vor allem für mich, wäre es vor allem auch, wenn ich wieder runtergehen würde auf maximal 2 Projekte. Und nicht die RAD3, weil dann würde ich es vielleicht auch mal wieder an einem Wochenende schaffen, auch wirklich komplett für eine Woche aufzunehmen. Ja, und dann hätte ich vielleicht zwischendrin wieder Zeit für irgendwas anderes oder so, ähnlich. Aber ja, keine Ahnung. Werde ich mal sehen, werde ich mal gucken. Interessiert das überhaupt, dass ich diese ganzen komischen Gedanken hier so äußere und so? Vielleicht ist es echt zu viel, vielleicht sollte ich diesbezüglich auch einfach wieder meine Klappe halten und mir das so in meinem stillen Kämmerlein überlegen. Und dann einfach tun. Ist ja auch so ein Ding. Eigentlich, das ist auch nämlich auch so eine Sache, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber ich versuche das tatsächlich ein bisschen mehr für meine Projekte auch tatsächlich zu wahren. So, dieses, ich bin der Meinung, dass es zeitweise eine Phase irgendwie auf meinem Kanal gab, wo ich relativ viel irgendwie innerhalb meiner Videos auch gemeckert oder gejammert habe. Ich glaube, dass es so eine Phase gab. Also zumindest bilde ich mir sowas ein. Ich weiß nicht, ob es so hundertprozentig tatsächlich wirklich angekommen ist oder ob es so rübergekommen ist oder so. Ich selber hatte jedenfalls für mich einfach das Gefühl. Und mir ist es irgendwie wichtig, dass ich das runterschraube auf ein komplettes Minimum. Weil das hat eigentlich de facto nichts in meinen Videos verloren. Und es hat auch vor allem
Ja, keine Ahnung, ihr guckt euch das nicht an, um irgendwie jemandem dabei zuzuhören, wie er jammert und wie er irgendwie sein Leben bedauert und wie er so sagt, ach, alles ist schrecklich und schlimm und früher war alles besser und hätte ich mal lieber Mario Kart Wii länger gemacht, dann hätte ich jetzt 30.000 Klicks und dann ist alles gut. Also, nee. Das ist alles... Nö. Das hat auch mit den... Das soll mit den Videos auch vor allem nichts zu tun haben und so. Und das, ich will ja eigentlich nur... Ich will nicht positive Energie mit meinen Videos verbreiten, aber hey, ich will hier einfach... Down to the basics. Ich will hier einfach nur Spiele spielen. Ich wackel übrigens die ganze Zeit wieder mit V-Mode, deswegen entkommen mir hier die Fische. Weil ich so dämlich gestikuliere. Ich will hier einfach nur Spiele spielen. Ich will eine gute Zeit haben. Und ich will das irgendwie herüberbringen und transportieren. Und mehr ist momentan überhaupt gar nicht mein Anspruch. Und darf eigentlich auch nicht mein Anspruch sein. Ja. Und dabei belasse ich es dann vielleicht an der Stelle auch einfach. Vielleicht. Nur um dann wenigstens nochmal ganz kurz zu sagen, wie gesagt, danke an alle, die sich das Ganze hier tatsächlich angucken und die trotz aller Höhen und Tiefen immer noch irgendwie meinen Kanal besuchen und die immer noch denken, dass ich ein halbwegs akzeptabler Typ bin. Jo. Das ist eigentlich das, was ich so dazu sagen kann und wo ich irgendwie, wo ich dann noch froh sein kann, dass es halt so ist, wie es wie es halt so ist, ne? Also, ja, das... So viel dann einfach dazu. Okay. So, meine Schnuffis. Den Part habe ich jetzt sowieso schon viel zu lang gemacht. Ich werde jetzt trotzdem noch diesen einen Fisch dort fangen. Und, dann werde ich so langsam aber sicher den Part beenden. Weil, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich noch weiter aufnehmen. Der nächste Part dann vielleicht wieder mit ein bisschen mehr Inhalt. Ich weiß noch nicht genau. Wobei so eine kleine Angelsitzung ja auch mal ganz interessant und nett war. Was wir in jedem Falle haben... Wir haben jede Menge Löcher, die wir ausbuddeln dürfen. Wir haben jede Menge Fische, die wir verkaufen dürfen. Und ganz eventuell haben wir morgen auch den Tag, an dem wir all unsere Rüben loswerden. Ich wäre zumindest absolut froh und glücklich darüber. Puh, okay. Wie war euer Tag so? Schreibt es in die Kommentare. Ja. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt, bald Ferien, bald frei, wie auch immer. Wie gesagt, ist nicht mehr lange. Dann ist tatsächlich Weihnachten. Ich muss an Weihnachten übrigens wirklich arbeiten. Das hat sich jetzt herauskristallisiert. Also zumindest Montagvormittag werde ich im Büro sitzen und schuften, schuften, schuften. Und dann irgendwann, wenn ich keinen Bock mehr habe, gehe ich halt nach Hause. Ja. Wird schön werden. Mit Sicherheit. Bei euch vielleicht auch. Aber für Videos habe ich trotzdem Zeit, also ist alles in Ordnung. Ich sag jetzt für den Moment, dann jetzt aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.